Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch einfach mal drei Outfits als Inspiration. Los geht's! So, Leute, der Gewinner von dem letzten Video, was ich hochgeladen habe, steht unten in der Infobox. Ich habe ihn auch nochmal kontaktiert. Viel Glück damit und viel Spaß. Und Gewinnspiele werden natürlich demnächst wieder auf meinem Kanal immer wieder zu sehen sein, weil ich sowas ganz cool finde. Der Community eine Kleinigkeit zurückgeben. Deswegen, ja, viel Spaß mit der Jacke. So, und in diesem Video habe ich ja gesagt, habe ich drei Outfits rausgesucht, einfach mal als Inspiration. Die Outfits sind dann immer aufgeteilt, wenn ich das in Zukunft auch mache, in drei verschiedene Stilrichtungen. Einmal ein streetiger Look, einmal ein casual Look und einmal ein classy Look. Ich bin selber ein Fan von allen drei Stilrichtungen. Also ich sehe mich weder ganz in dem streetig, noch in dem casual, noch in dem schicken Bereich. Ich trage alles gerne mal und wechsle gerne so durch, sodass ich immer wieder, ich sag mal, das eine oder andere ausprobiere. Und dementsprechend habe ich das Ganze aufgebaut. Und ich zeige euch die Outfits einfach jetzt nach und nach. Und dann schauen wir mal, was ich da für Pieces genommen habe, warum ich diese genommen habe und wo ihr die gegebenenfalls herbekommt. So, fangen wir an mit dem ersten Look. Der erste Look ist relativ simpel gehalten. Und zwar habe ich, das ist der streetige Look, habe ich einfach Standard Converse Chucks hier in diesen 70s Edition, die ich mir vor kurzem in meinem Unboxing-Video auch gezeigt habe. Die habe ich kombiniert mit einem simplen schwarzen T-Shirt. In dem Fall hier jetzt von Uniqlo. Ist einfach nur ein simples schwarzes T-Shirt. Sind eigentlich ganz nice. Und kombiniert habe ich das Ganze mit so einer Art Workwear-Jacket. In dem Fall hier jetzt von H&M, die es auch gerade aktuell zu kaufen gibt. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, die hat 30 Euro gekostet. Eine wirklich sehr, sehr coole Jacke. Schwarz, so ein bisschen elastisch. Und für mich das Highlight auf jeden Fall des Outfits ist die Hose. Und das ist mal auf jeden Fall eine Hose, die ihr auch nicht wirklich an jeder Ecke findet, die es gerade aktuell bei Zara gibt. Die wirkt so ein bisschen lockerer geschnitten in so einem Creme. Also ich würde schon eher sagen, das ist wirklich so ein Beige-Creme, sehr, sehr helles Creme und wirklich sehr cool geschnitten, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe die jetzt eine Größe größer gekauft, als ich sie habe. Ich werde sie hier oben am Bund noch mal ein klein bisschen anpassen lassen beim Schneider. Ansonsten von der Fall, wie die Hose fällt, wie die Hose sitzt, bin ich wirklich mega happy. Hab das T-Shirt in die Hose gestopft, die Jacke drüber und dazu die Chucks. Wirklich ein sehr, sehr cooles Outfit und ich bin wirklich angetan von diesem Look aktuell und ja. So, Leute, machen wir weiter mit dem zweiten Look und der zweite Look baut natürlich komplett auf diesen Mantel hier auf. Der Mantel ist von Ami Paris, ein sehr, sehr cooler Mantel, auch wieder Hahntritt. Ich muss sagen, die Farben gefallen mir extrem gut. Der ist so ein bisschen beige, kombiniert mit braunen und schwarzen Handtrittmuster, ist ein bisschen länger geschnitten. Wirklich ein sehr, sehr nicer Mantel, sehr dick, sehr schwer. Kann ich wirklich nur empfehlen, falls euch ja sowas das Geld wert ist. Meiner Meinung nach ist er wirklich das Geld wert und dementsprechend gefällt mir sehr, sehr gut. Der macht natürlich das Outfit aus, aber kombiniert habe ich das Ganze in dem Fall mit so einem beigefarbenen Rollkragen-Strickmuster-Pullover. Sehr, sehr langes Wort, aber ja, ich finde den Pullover eigentlich auch ganz nice. Der ist jetzt hier von Tigger. Ich weiß nicht, ob es dazu noch einen Link gibt. Ich fand den wirklich cool und dementsprechend habe ich den einfach mal zu dem Outfit kombiniert und wirklich ist ein cooler Pullover. Hosentechnisch habe ich einfach die Hose genommen, die ich gerade auch anhabe. Das ist unsere schwarze Forage-Hose. Ganz normale Hose, wirklich cool geschnitten. Was ich bei uns an der Hose gut finde, ist, dass sie wirklich einen guten, also auf den Schuh gut aufsitzt. Dementsprechend habe ich das Ganze kombiniert einfach nur mit den Ranger Boot von Saint Laurent. Das ist auch ein Boot, den ich mir mal vor Jahren gebraucht und jetzt gekauft habe. Und ich bin mega happy damit. Und ja, aber einfach nur so ein schwarzer Schnürschuh mit einem innenliegenden Reißverschluss. Und ja, dementsprechend wird es dazu wahrscheinlich keinen Link geben. Aber zu allen möglichen Dingen, die ich finde, gebe ich natürlich einen Link unten in der Infobox. So, und dann kommen wir schon zu dem letzten Look. Und das ist natürlich der Classy Look. Den packe ich einfach mal als letztes aus. Den Classy Look habe ich hier jeweils in blau gehalten. Ich hänge das nochmal ganz kurz weg. Und zwar macht den Classy Look natürlich aus, der blaue Anzug. In dem Fall ist das hier so ein dunkelblauer Anzug von Gant. Sehr, sehr nice Anzug, muss ich sagen. Das Coole an dem Anzug ist so eine Art Traveler-Anzug. Der hat so ein bisschen Flexibilität. Ein bisschen, der ist nicht ganz so steif, der ist nicht großartig gepolstert. Sehr cool, ein bisschen sportlich gehalten mit diesen goldenen Knöpfen da dran
Und ja, wirklich sehr nice. Kombiniert habe ich das Ganze einfach mit einer dunkelblauen Fisherman Beanie, auch hier in dem Fall von Gent. Und ja, zu guter Letzt in Sachen Klamotten dazu einfach nur dunkelblauen, mitternachtsblauen einen mitternachtsblauen Rollkragenpullover von Zara. Den gibt es ja auch mal wieder zu kaufen. In dem Fall, ich schätze mal, das ist Merino-Wolle, kein Kaschmir oder sonstiges. Kaschmir ist mir persönlich natürlich sehr, sehr nice zu tragen, aber mir persönlich halt zu teuer. Dementsprechend greife ich meistens auf Merino-Wolle zurück. Und ja, ich weiß nicht, ob es den aktuell noch gibt. Ich gucke nach, wenn, dann verlinke ich euch natürlich auch diesen Pullover. Ich glaube, der ist sogar vom letzten Jahr. Also ich kaufe natürlich auch nicht alles, was ich immer zeige, hier neu. Und zu guter Letzt, die Schuhe, die ich dazu kombiniert habe, sind einfach hier klassische schwarze Schnürer. In dem Fall sind das jetzt Schuhe von Shoe the Beer. Habe ich auch schon ein bisschen länger, sind auch nicht gerade die neuesten Schuhe, aber wie gesagt, ich bin kein Fan von dieser Wegwerfgesellschaft, die alle Sachen für ein Video gerade neu kauft, sondern generell nehme ich auch Sachen aus meinem Kleiderschrank, die ich zur Verfügung habe, die es aber aktuell noch zu kaufen gibt oder in ähnlichen Varianten. Und auch diese werde ich unten einfach mal in der Infobox verlinken. So, und ich denke, das war es auf jeden Fall auch wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde solche Outfits-Videos in diesen drei Style-Sparten, ich denke, in Zukunft öfters machen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazulassen und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, ciao.